Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Wir sind in der Gruft von Talon und auf der Suche nach der Magd und dem Sohn des Kaufmanns. In Ordnung. Keine Falle drin, okay. Na klar. Und der Besitzer der Gruft, ein Totenbeschwörer. Oh, verschlossen. Wir können sie nicht öffnen per Dietrich. Interessant. Geht nicht. Das heißt, wir müssen einen Schlüssel besorgen, um da rein zu können. Ist da irgendwas schon zu erkennen drin? Ja, da hinten sind welche. Ich sehe zwei Stück. Da müssen wir erst einen Schlüssel für besorgen. Amazone voraus. Ich vermute, dass da auch der Kaufmann drin ist. Wird gemacht. Oh, nicht mal eine Falle. Quick save. Unfink, bist du das? Ich habe solche Angst. Beruhige dich, Mädchen. Ich bin hier, um dir zu helfen. Bist sicher, das gehört. Bist du Niam? Deine Mutter und der Kaufmann Eichrich schicken mich. Was ist hier geschehen? Meine Mutter? Wirklich? Den Zwölfen sei Dank. Bitte, ihr müsst Ulfing helfen. Er ist noch ganz tief unten in der Gruft. Dort sind plötzlich überall die Leichen aus ihren Gräbern gekrochen. Dann hat Ulfing mich durch die Gitterpforte gestoßen und mir gesagt, ich solle fortlaufen und Hilfe holen. Doch ich habe mich in meiner Angst verlaufen und musste mich hier vor diesen lebendigen Schrecken verstecken. Ich flehe euch an, ihr müsst ihm helfen. Es könnte jeden Augenblick zu spät sein. Keine Sorge, wir werden deinen Liebsten finden, aber erzähl mir doch erst einmal, was hier überhaupt geschehen ist. Zu spät, Prajo, steh uns bei, da kommen sie! Boom. Die Nacht der lebenden Toten. Jetzt geht's los. Zwei da. Zwei da. Wer ist denn nur da? Okay. Komplette Truppe. Ich nehme die Sache in die Hand. Meine Rache. Alle mal hergehört. Ruhig mal ein Wortschnack. Lasst uns die mal dezimieren, bevor wir irgendwie. Compareo. Okay, einer schon wieder umgeworfen worden. Drei. So, ganze Truppe bitte auf diesen Mistsack. Gute Entscheidung. Alles kann die durch. Magica perturbatium. So. Und jetzt die ganze Truppe auf den da. Den da. Meine Rache. Okay, die kriegen wir so down. Zum Angriff! Hey! Ja! Sterben! Ach, das sind Fernkämpfer irgendwo, kann das sein? Nee, da kommt noch einer. So, Moment, den machen wir aber wieder mit Magie. Alle mal hergehört! Folgt mir! Mit Spezialfähigkeit. Sikarian! Oh, da kommen noch mehr! Okay. Ganze Truppe auf den da drauf. Gute Entscheidung. Ha! Zeritus. Gut, gut. Nandus. Astus. Oh, da kommen noch mehr. Wie viel kommen denn da noch? Dahin. Hm. Nein, alle dahin. Mir nach. Zum Sieg. Ja, macht mal. Alle mal hergehört. Meine Rache. Ich? Genügend Punkte. Magica perturbatio. Uah, wer bist du? Der sieht stark aus. Geht mal auf den da drauf. Nandus. Na klar. Da hast du 11 Nummer. Ja, das ist nicht viel, aber besser als nichts. Ja, toll, du liegst auf dem Boden. Das ist natürlich ein Problem.
Ey, ihr habt mich nicht verstanden. Alle auf den drauf, habe ich gesagt. Zwölf Punkte. Gelinge im Schein der Magie. Alles klar. Gute Entscheidung. Ich mach das schon. Alle auf den zum da. Angriff. Voll. Ja. Ja. Ich muss unbedingt Pulsschild lernen. Nein, es geht immer weiter. Okay, ihr spart euch mal Astralenergie auf. Nein, alle da hinten rüber. Halt! Ich bin vollkommen des Wahnsinns. Darüber, sofort. Ich bin auf uns drauf. Wer zaubert denn hier Magie? Nein, Skelettmagier. Alle auf den da, sofort. Ach du Schande. Ja, hier. Tötet schnell den Magier. Und zwar ganz schnell. Nandos. Boah, das habe ich jetzt nicht erwartet zum Kampf. Nicht schlecht. Bitte da hinten rüber gehen. Gute Entscheidung. Wieso? Dann eben ich. Blickwinkel ist doof. Ah, zum Sieg. Das ist das Skelett. Skelettmagier ist gefallen, alles klar. Ich nehme die Sache in die Hand. Meine Rache. Gute Entscheidung. Noch ein Skelettmagier oder sowas? Ist das da hinten? Oh, die darf nicht sterben, kann das sein? Tötet den Stern und dann rennt er rein. Okay, alle darüber. Los. Alle auf den drauf. So, du hast wieder ein bisschen Astralenergie. Du auch. Ich? Und du. Magica Perturbatio. Okay, ganze Truppe. Magica Combativa. Gut, gut. Na klar. Amazone voraus. Ja. Also der Kampf hat's doch ganz schön in sich. Ich mach das schon. Zum Angriff. Wieso greifst du nicht an? Kannst du nicht treffen, weil er da in der Ecke hockt. Okay, verstehe. Dasselbe gilt für dich, wie es aussieht. Das gefällt mir nicht. Dann bewegst du dich mal weg. Alle mal hergehört. Und du bewegst dich mal dahin. Gut, gut. Raus, wegbewegen. Ich eile. Kann echt nur einer angreifen? Gibt's da nicht. Das bin ich. Raus, weggehen. Ja. So, jetzt aber alle. Drauf da. Attacke! War's das? Knappe Sache. Ich nehme die Sache in die Hand. Hab tausend Dank. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber bitte, wir müssen Ulfing retten, bevor es zu spät ist. Mhm. Immer schön mit der Ruhe. Erzähl mir noch einmal genau, was vorgefallen ist. Das ist alles meine Schuld. Ulfing hat vorgeschlagen, Talon zu verlassen.
weil sein Vater nie einer Heirat mit mir zugestimmt hätte. Aber ich wollte nicht gehen, bevor wir nicht Mann und Frau geworden sind. Ulfing hatte die Idee, mir einen Ring zu schenken, den er hier gefunden hat. Aha, das ist wohl dieser magische Ring. Ein Ring? Was für ein Ring war das? Es war der Ring des Kaufmanns, der hier begraben liegt. Ulfing drehte ihm vom Finger, obwohl ich ihm gesagt habe, er solle das nicht machen. Leichenflirre, gar nicht gut. Aber er wollte nicht auf mich hören. Und als er den Ring von der Hand runter hatte, stand die Leiche des Kaufmanns auf und schnappte ihn. Ich war so erschrocken, dass ich nur noch davonlaufen konnte. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Schnell, wo finde ich Ulfing? Ulfing wurde von diesem schrecklichen Monster gefangen. In der Gruft mit dem Eisentor. Ich habe den Schlüssel dafür. Hier, nehmt ihn. Und bitte beeilt euch. Das ist dann wohl die Gruft, die wir eben nicht öffnen konnten. Wir würden gerne aber mehr erfahren erstmal. Tagebuch 5. Okay, wir sollten vielleicht erst alle Tagebücher holen. Vielleicht haben wir einen wichtigen Hinweis, den wir gleich brauchen da drin. Alte Streitaxt. Na, komm, lass mich hier durch. Okay. Alle mal hergehört. Kein Platz mehr. Kram muss ich gleich alles in Talon verkaufen. Ha, cool, das Schwert steht sogar so. Können wir noch ein bisschen Leichenflederei machen? Meine Kriegsbeute ist das. Ah, blutiges Beil. Alter Streitkolben, tu das mal. Dann eben ich. So, dann müssen wir da weiter. Aber ich muss den ganzen Kram mal verkaufen gehen. Wir lesen vorher nochmal auf jeden Fall, was wir gerade gefunden haben. Tagebuch 5. Das muss ja dann danach dem Tod gewesen sein. Der Dumpfschädel hat nun auch mich erwischt. Es fällt mir immer schwerer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Also das ist so eine anfängliche Erkältung vor der blauen Keuche. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es mir gelingen wird, Dana mit Hilfe des Ringes aus dem Totenreich zurückzuholen. Sein Fassungsvermögen ist seit seiner Erschaffung immens gestiegen. Mit so viel roher Macht sollte ich den Schleier, der die Lebenden von den Toten trennt, mühelos zerreißen können. Dann werde ich alles wieder gut machen. Was interessieren mich all meine Diener, mein Wissen um den Geist, um die dunklen Mächte, wenn ich mein Dasein ohne Dana fristen muss? Auch mit meinen Geschäften geht es langsam bergab. Kein Wunder, ich habe ja keine Zeit, mich um sie zu kümmern. Ich habe einen Brief an meinen Bruder Dolgon in Tralob zu Weiden geschickt. Er soll nach Talon kommen und sich um meine Geschäfte kümmern. Wir haben uns in über 20 Götterläufen nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie er reagieren wird. Nun habe also auch ich die blaue Keuche. Die Götter wollen mich bestrafen. Ich spüre es tief in meinem Herzen. Doch werde ich ihnen zuvorkommen. Mein Meisterwerk steht kurz vor seiner Vollendung. Seit Wochen sammle ich nur noch astrale Kräfte und speise all diese Macht in meinen Ring. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Mein Bruder hat tatsächlich geantwortet. Er wird bald hier sein. Ich glaube, bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Das Fieber ist meine Gedanken. Ich kann sie nur schwerlich ordnen. Morgen will Dolgon hier eintreffen. Ich werde diese Aufzeichnung... Darf niemand, werde sie in der Gruft verstecken. Dann kann ich auch noch einen Blick auf Dana werfen. Mein Bruder, er wird mich pflegen. Und wenn ich wieder gesund bin, Dana wiederholen. Dann werden wir wieder eine Familie sein. Glücklich bis an unser. Aber er scheint wohl gestorben zu sein. Dann gehen wir mal kurz in die Stadt und verkaufen die ganzen Waffen, die wir bekommen haben. War das ein Wolf, der geheult hat? In der Gruft? Bin ich falsch abgebogen?
falsch abgebogen. Und da waren wir auch noch nicht. Danas Gruft, okay. Okay, die beiden sind dann wohl noch Tagebuch 1 und 2 drin. Und hier runter müssen wir noch. Und da wird dann sehr wahrscheinlich der Sohn des Kaufmanns sein. Aber Dana ist uns nicht erschienen. War Dana vielleicht... Was auch immer das war. Was war das? Als ob wir irgendwo eine Falle entdeckt hätten oder sowas. Oder die Magierin, die Skelettmagier war Dana. Maybe. So, hoch ins Licht. Ah, Praios. So, nichts besser Händler. Ja, komm. Okay, wir wollen was verkaufen. Die ganzen Elixiere brauche ich eigentlich nicht. Was da haben. Was auch haben. Olginsud. Kann fast allen Giften widerstehen, das ist nicht schlecht, das behalten wir mal. Harpienfeder behalten wir auf jeden Fall. Schlössermesser behalten wir auch. Mutelixier. Hm. Ja, können wir von Kämpfen mal reinnehmen. Später. Tränken zu bomben. Pfeile weg damit. Und Pfeil. Weiß, wo ich den Drachenzahn brauche. Mal behalten. Gewandtheit Elixier behalten auch mal. So viel gibt das auch eigentlich gar nicht, ne? Aber ich nicht unbedingt das ganze Zeug. Zwei Silbertaler. Alles klar. Da wir eigentlich keinen Geldmangel haben, werde ich, glaube ich, jetzt eine längere Zeit lang bestimmte Gegenstände gar nicht mehr einsammeln. Die Einbärensäfte brauche ich eigentlich auch nirgendwo mehr, ne? Okay, wir haben auf jeden Fall wieder etwas Platz, das ist gut. Runter in die Gruft. Das sind wohl auch die Fallen, die wir entdeckt haben. So, sehr schön. Die hast du schon mal ausgelöst. Buff. Alle mal hergehört. Quick Save. Genau. Der Kampf gerade eben war nämlich nicht ohne. Na klar. Ich nehme die Sache in die Hand.
Und auf zu der nächsten Schlacht. Alle auf den drauf und dann auf den. Gute Entscheidung. Furax. Komm. Komm. So hast du auf den falschen. Okay, jetzt war das. Okay, alle auf den. Magica Combativa. Für die Königin. Für Rondra. Okay, sie kann momentan. Gut, gut. Sie kann ja. Arquatus. Magica Perturbatio. Hey ja, folgt mir. Komm schon. Nandos. Und das war's wieder. Ich nehme die Sache in die Hand. Haumesser will ich gar nicht haben. Fragment eines Tagebuchs, Teil 1. Nach Jahren des Umherwanderns sind Dana und endlich in eine Gegend gekommen, in der uns mein Ruf nicht vorausgeeilt zu sein scheint. Der Tarnelholz, ein kleines verschlafenes Tal, in dessen Zentrum das Städtchen Tarnon liegt. Ich habe mich als Händler ausgegeben und hier ein Haus gekauft, in dem ich in Ruhe meinen Studien nachgehen kann. Die Taloner sind ein herzensgutes Völkchen und haben uns bereitwillig aufgenommen. Ja, ich glaube, hier könnten wir endlich glücklich werden. Das Tal entpuppt sich wahrlich als Goldgrube. Im Heiligtum von Prenzhain steht ein heiliger Apfelbaum, der Göttin Pareine geweiht. Zwar wollen die Geweihten mit den Früchten des heiligen Baumes selbstverständlich keinen Handel treiben, aber seine Präsenz scheint sich auch auf die Güte der Früchte der anderen Apfelbäume hier im Umland auszuwirken. Der Apfelwein, den die Menschen hier herstellen, ist von höchster Qualität und es wundert mich, dass noch niemand von mir auf den Gedanken gekommen ist, ihn zu exportieren. Wenn ich mit Hilfe von Dana erst einmal ein gutes Handelsnetz aufgebaut habe, sollten die Probleme meiner Studien zu finanzieren auf ewig der Vergangenheit angehören. Bei meinen Erkundungsgängen im Tal habe ich nicht unweit von Prenzheim eine versteckte Höhle ausfindig gemacht. Dort werde ich mein Labor einrichten. Zwar ist der Handel ein angenehmer und lukrativer Zeitvertreib, aber ich kann es gar nicht erwarten, endlich meine Studien wieder aufzunehmen. Ich habe Dana von meinem Plan erzählt und sie ist derselben Ansicht wie ich. Ich hatte schon befürchtet, sie könne Bedenken haben, wir würden deswegen wieder vertrieben werden. Aber sie kennt mich und weiß, wie wichtig diese Studien für mich sind. Okay. Und die letzten zwei Grüfte schauen wir uns dann im nächsten Video an. Bis demnächst, euer Chojin.